Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich zu dieser, herzlich willkommen natürlich, hätte ich fast das Willkommen weggelassen. Hallo und herzlich willkommen natürlich. Hallo und Peter, dafür herzlich. Ist einfach keine Zeit heutzutage. Ja, nee, genau, du musst einfach mal Wörter weglassen, weil ihr wisst eh, was ich sage. Living in the fast lane, Peter, geht auch nur, wenn man uninteressante Sachen weglässt. Ja, so, heute spielen wir wieder dieses uneheliche Kind vom Slogans-Quiz und vom Lexikon-Quiz. Das Slogans plus Lexikon-Quiz vereint. Das ist das Beste. Ja, den Bastard vom Lexikon und Slogans Quiz. Das heißt, ich werde gleich eine Marke nennen. Die Jungs werden 30 Sekunden Zeit haben, sich einen Slogan zu dieser Marke zu überlegen. Dann werde ich allen den Slogan von allen oder die Slogans von allen präsentieren, inklusive dem richtigen Slogan. Und da muss man nachher entscheiden, wer für wen der richtige Slogan ist. Nimm die Dry, Peter. Seid ihr ready? Yep. Ja. Die erste Marke lautet Bang & Olufsen. Die kenne ich. Was für ein Ding? Ach, die machen Bang Lautsprecher. Lautsprecher machen die, ja. Bang und Olufsen. Lautsprecher. Boah. 10 Sekunden sind um. Wie viele hatten wir? 30. Ihr habt noch 10. 5. 4, 3, 2, 1, vorbei. Bitte die Antworten geben. Alter, warte. Scheint ja schon stressig zu sein und ich habe meine Fähigkeit zu sprechen verloren, aber das ist ja nicht so wichtig. Wenn man bei Pete's Meet eine Show moderiert, das ging auch jahrelang immer gut. Na, das ist zumindest nicht Einstellungskriterium, dass man sprechen muss, kann. Ja, genau. Alter. Ich glaube, ich weiß, was da kommt. Bang und Olufsen. Heißen die echt Olufsen? Das sind wahrscheinlich Schweden oder so. Olufsen. Slogan 1. Das ist immer der teuerste, wenn du das irgendwie kaufen kannst, zumindest für ein Auto oder so. Laut, lauter, Bang. Nicht Bam. Du hattest am Ende noch nicht gesagt, das ist jetzt natürlich fies, weil gerade das Ausrufezeichen kommt, gibt es Satzzeichen am Ende. Jetzt sag immer, ich oder euch, nicht? Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Es gibt Satzzeichen. Die Runde durch ist. Okay. Ja, ich kann euch sagen, es gibt diese Runde auch Slogans mit Satzzeichen. Auch ohne? Wahrscheinlich auch ohne dann. Es gibt diese Runde auch Slogans ohne Satzzeichen, das ist richtig. Ja, hey. Das ist, ich habe nicht, dass ich danach alles nicht verpasst ist hab. Möglich. Ja, alles ist möglich. Toyota! Bang und Olufsen! Nee, es ist nichts, ist unmöglich. Sound unter der Haut. Bang und Olufsen. Alles außergewöhnlich. Bang und Olufsen. Mit dem zweiten hört man besser. Und Bang und Olufsen. Lass dir einen blasen. Das sind die Möglichkeiten und Christian darf beginnen. Okay, das ist super. Ja. Also die 5 ist schon mal super. Ich finde alle super. Finde ich eigentlich geil. Bei der 1 bin ich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht lauter Peng ist oder so. Ja, für die Subwoofer, die machen nicht Peng, dann sind sie kaputt. Die machen Bang. Machen Bang. Problem ist, lauter Bang. Ja. Vielleicht heißen die auch Bang und Olufsen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. War die 3 nicht der Slogan von einem. Von irgendwas anderem? Alles außergewöhnlich? Boah, ich weiß nicht. Wann nehme ich denn? Keine Ahnung. Ich nehme die 2. Sound unter der Haut. Nimmt der Christian. Bram. Okay, lass dir einen blasen, haben die bestimmt nicht gemacht. Mit dem zweiten hört man besser, als ich an wie eine ZDF-Werbung. Nogger dir doch einen Plan. Ja, echt mal. Alles außergewöhnlich hört sich auch nicht gut an, also Sound unter der Haut oder laut, lauter Bang? Laut, lauter Bang? Sound unter der Haut? Na komm, Christian, vielleicht kriegst du mich, ich nehme auch die 2. Sound unter der Haut. Sebastian. Ja, ich schließe mich da Bram an.
Also, alles außergewöhnlich ist ja irgendwie Billo, laut, lauter, bang. Was ist mit Olufsen? Sound unter der Haut klingt gut. Okay, Sebastian und Jonathan. Ist schwierig. Also was halt dumm aussieht eigentlich, ist halt lauter das L groß. Aber wahrscheinlich ist es halt so in so einem Slogan, dass man halt dann das L auch groß schreibt, das passt halt eigentlich nicht. Ja, viel geiler, wenn es laut, lauter, lang wäre. Wahrscheinlich ist, mit dem zweiten hört man besser, ist halt, ich weiß nicht, ob ZDF da ein Trademark drauf hat, dass du halt nicht mit dem zweiten sieht man besser halt so, ne, ändern darfst. Lass dir einen blasen, ist von mir. Das ist die Frage. Kreativ. Da sind wir vom Bram. Jetzt ist die Frage. So, will jetzt einer catchen mit Sound unter der Haut? Ich mach einfach alles außergewöhnlich. Einfach um vielleicht einen Punkt zu kriegen. Ich glaube, irgendeiner hat versucht zu catchen. Okay, das ist Jays Perspektive. Laut, lauter Bang ist von Sebastian. Mit dem zweiten hört man besser ist von Christian. Sound unter der Haut ist von Bram. Ja! Oh, yes! Yes! Wollte eigentlich fragen, ist alles außergewöhnlich, ob du das nicht mal googeln kannst? Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Von ja, wahrscheinlich von Bang und Olufsen. Ja, wahrscheinlich jetzt schon. Dann kommt jetzt die nächste Marke, für die ihr Slogans erdenken müsst. Und sie lautet Aktion Mensch. Oh. Nocker die doch ein. 30 Sekunden Zeit. Scheiße. Ich find's aber gut, dass ihr 30 Sekunden schon teilweise bessere Slogans raushaut als die offiziellen. 15 Sekunden sind um. $0,30 spenden und Lotto-Millionär werden. 5, 4, 3, 2, 1. Und bitte! Ja. Ist das eigentlich immer noch eine Lotterie? Ja. Sammeln wir doch mal wieder. Also zumindest hatte ich letztes Jahr noch ein Los davon. Hat man da jemals mal was von gewonnen? Nee. Ja, ist ja Quatsch. Dann. Aber es geht ja nicht um das Gewinn. Waren die mit der Sofortrente? Früher ja. Wie geht nicht um das Gewinn? Weiß nicht, warum spendet man den dann nicht einfach? Ja, echt mal. Ja, du machst dann beides. Ja, eben. Und deswegen sag ich ja, 30 Cent spenden und ich hätte gerne meine 2 Millionen wieder. Okay. Die Predictions lauten wie folgt. Aktion Mensch. Das Wir gewinnt. Aktion Mensch, das Wir verbindet. Aktion Mensch, Leben glücklich zufrieden. Aktion Mensch, Leben wir los. Und Aktion Mensch, Spenden und helfen gemeinsam. Brammen beginnt. Ist das schwer, ey. Ich werde ohne großartige Kommentare die 4 nehmen. Okay. Sebastian. Debate! Debate! Wer hat das gerade gesagt? Christian. Alter, das war so eine perfekte. Alter, ich dachte echt kurz, Frau wird selber gesagt. Kann gut sein. Not bad. Okay. Sebastian. Ich nehme kommentarlos die 1. Okay. Debate! Jonathan. Ich nehme ganz kommentarlos die 5. Wir alle nur ihr eigenes nehmen, ey. Was ist das denn? Und Christian. Nee, das stimmt tun nicht. Sie nicht, aber ich nehme bitte die 1, weil der dürfte richtig sein. Ach, verdammt.
Clickbait! Also, die von uns gesuchte Antwort lautet: Leben wir los. Ooh yeah! Alles, oh. Ooh yeah! Drei Pünktchen für den Dennis, yeah! Wait. Ja, also das. Sicher? Ja, also das ist ja die Sonder. Also das ist ja die Regel, darauf hatten wir uns ja vorher verständigt, selbst wenn es irgendwie irgendwann mal Slogan war, darum geht's nicht. Aha. Falls ihr das wieder vergessen habt seit dem letzten Mal. Ja, ist alles gut. Haben die den geändert? Das nicht mehr. Ich dachte auch, dass wir gewinnen. Ich habe Peter sogar geschrieben, hoffentlich ist das nicht der alte Slogan. Weil ich habe nämlich geschrieben, dass wir verbindet, weil ich nicht ganz drauf gekommen bin und dachte irgendwie, dass mit das wir und dann war irgendwas. Es ist kein Telekommunikationskonzern, Aktion Mensch. Als ob das wir gewinnt. Oder Telekom, ach keine Ahnung. Gibt sich das wir verbindet sogar wirklich? Keine Ahnung. Ich meine, das habe ich irgendwie auch schon mal irgendwo gehört. Ich dachte, dass wir gewinnt, wäre so wirklich Aktion Mensch. Das habe ich sogar geärgert, dass ich bei so einem Scheiß hier als letzter dran bin. Ja. Weil ich ja auf jeden Fall die Eins. Ja, verstehe ich. Wer hat denn die auch. Eins geschrieben? Ja, ich. Dumm nice, Bram. Deswegen sage ich ja, Also, Bram kriegt 3 Punkte. Als ob Bram 3 Punkte kriegt in der Runde, ey. Und ach, spenden schön, und helfen gemeinsam ist von Christian. Das heißt, ui. Jay gibt Christian zumindest noch 1 Punkt. Gerne geschehen. Leben wir los, finde ich auch nicht schlecht. Habe ich aber auch noch nie gehört bei Aktion Mensch. Ich hätte auch darauf geschworen, dass es das Wir-Gewinn ist. Aber guck mal, das Wir-Gewinnt, wovon das denn dann ist? Weil das gibt es safe von Aktion, irgendwo von. Das ist von Aktion Mensch, nur halt der alte Slogan. Also. Ja, das Wir-Gewinnt ist auf jeden Fall von Aktion Mensch auch. Kacke. Krack. Krack. Aber bei Leben wir los vertrauen wir jetzt mal unserem Svenny Boy. Nächste heißt Apollinaris. Das Wasser, wa? Ich denke schon. Und die haben auch so Schorle und so. Ich denke, es ist das Wasser. 15 Sekunden sind um. Vier, drei, zwei, eins und vorbei. Bitte. Ja, sehr gut. Oh Mann. Das Spiel gefällt mir immer wieder. Ja, das ist aber eine Vollbanane hier, ey. Das sind die Predictions. Apollinaris. Erfrisch dich. Apollinaris, weil's geil ist. Apollinaris, prickelnd erfrischt. Apollinaris. Aus dieser Quelle trinkt die Welt und what? Apollinaris die Quelle des feinen Geschmacks. Das sind unsere 5 Möglichkeiten und Sebastian darf beginnen. Alter, es gibt dieses geile Meme, wo dieser Vogel schon so. Ja, genau, da muss ich auch jedes Mal dran denken. Also, da ja keiner außer Peter Ahnung hat vom feinen Geschmack, nehme ich natürlich die 5. Die Quelle des feinen Geschmacks. Wir haben gerade eine Breaking News. Debate. Jonathan. Hallo? Achso, ja, er ist noch da. Sehr gut. Er muss nur in sich reinkichern. Debate. Freut sich über einen Punkt. Debate. Kai schon, Jonathan. Nimm meins. Debate. Nimm auch die 5. Komm schon. 5. Alles geht. Komm, das wolltest du doch. Aber einen von den beiden kann er ja kein Bait mehr sein. Christian! Ja. Nimm die 5, komm schon. Was möchtest du nehmen? Ich frage mich bei der 5 die ganze Zeit, müsste das nicht die Quelle des feinen Geschmackes heißen? Nee, das ist umgangssprachlich, das ist eingejingelt.
Geschmackes? Das hört sich ja dann. Also, keine Ahnung. Da habe ich das falsch geschrieben, Christian, sorry. Das hört sich an wie Schmackes. Da schaut ihr mit Schmack. Henry Maske, die Quelle des feinen Geschmacks. Wie lange dauert es noch, bis man Geschmacks mit X schreiben kann? Das finde ich auch okay. Ja. Schmacks. Geschmacks. Was nimmst du denn, Christian? Ich nehme 5. Oh. Alter, das ist ja voll der gute Slogan für Pro7 Max. Dann nehme ich die 4. Oh mein Gott, als ob du als ob das von gekommen war. Ach komm, ey. Du hast sie alle reingezogen in den Sumpf. Aber nicht so häufig gemacht. Die perfekte Runde für Bram. Er holt alle möglichen Punkte. Aus dieser Quelle trinkt die Welt. Das hört sich an wie irgendwie so ein Gülleloch. Aus dieser Quelle trinkt die Welt. Ja, das ist so. Erfrisch dich ist von Jonathan, weil es geil ist, von Sepp prickelt erfrischend von Chris. Aus dieser Quelle trinkt die Welt richtig und die Quelle des feinen Geschmacks oder mit Schmackes von. Weißt du, ich fand diesen Wort jetzt auch so geil, weil der so doppelt ist mit die Quelle, ne? Und. Das war voll smart. Good job, Bram. Also, das ist schon eine Führung. Der aktuelle Zwischenstand ist Sepp 0 Punkte, Jay und Christian 1 Punkt, Bram 9. Also, starker Start, sag ich jetzt mal. Okay, die nächste Marke lautet Magnum. Scheiße, ich hatte gestern noch eins. Ja, ich auch. Was steht denn da drauf? Geiles Eis. Ja, wie sowas, ne? Fünfzehn Sekunden sind um. Oh. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Eure Antworten bitte. Oh. Ich muss das erst mal einmal rauskopieren. Das dauert immer kurz. Ich entschuldige mich dafür. So. Die mit dem roten Halsband. Magnum. Eine Welt voll Genuss. Magnum. Welt. Der Schnäuzer knackt beim Reinbeißen. Wer das geschrieben? Magnum. Ich und mein Magnum. Magnum. Ich und mein die knackige Holz. Verführung. Magnum. Umhüllt mit feiner Schokolade. Jay. Also für dieses, es gibt ja Magnum Mandel oder sowas, ne? Ja. Da ist natürlich eine Welt voller Genuss. Schon nicht dumm. Aber schreibt man doch mit scharfem S. Oh mein Gott, wegen Nuss, oh mein Gott. Genuss schreibt man mit scharfem S? Ich würde es mit scharfem S schreiben, oder? Glaube ich, egal, nach neuer Rechtschreibung. Muss schreibst du ja auch nicht mit scharfem S. Als ob das Schneuzer heißt. Nee. Schnauz. Oh, jetzt ist es eine 50-50 die knackige Chance. Verführung, seit es Schokolade gibt. Oh, komm, keine Ahnung, ey. Ist langweilig? 5. 5. Das ist ja wie eine Produktbeschreibung. Christian. Ich habe die ganze Zeit versucht, ich habe natürlich nicht an das Eis gedacht, sondern an die geile Serie. Irgendwer sagte, okay, das ist ein Eis, musste ich dann noch schnell irgendwie gucken, dass ich was zu einem Eis schreibe. Ich nehme die 3 einfach. Chris nimmt die 3. Brammen. Debate. Ich nehme auch die 3. Brammen und Sebastian zum Schluss. Umhüllt mit feiner Schokolade ist aber schon nicht so verkehrt. Ja. Nimm jetzt hier ich und mein Magnum. Das klingt wie hier.
Hier Deichkill, nee, das ist aber nur, das ist eigentlich 357er oder wie? Eigentlich ist mein das Holz. Die Werbung aus der USA, aber da müsste ich und meine Magnum heißen. Ja, ich denn. Ich und meine Magnum. Oh mein Gott. Die knackige Verführung, das könnte auch Peters Oma sein. Und ich nehme die umhüllt. Das war mal Brammen, die knackige Verführung. ich nehme umhüllt mit feiner Schokolade. Hat der Jay den Sepp noch gekriegt und kriegt dafür ja, wenigstens gut. Einen Punkt. Ich und mein Magnum ist korrekt. Das heißt, Brammen und Christian bekommen auch jeweils einen Punkt. Der Einzige, der punktelos bleibt, ist Sebastian. Okay. Löschen wir das alles wieder und gehen in die nächste Runde. Werbung. Die nächste, ja, quasi. Pizmeet.de. Eine große Ende. Werbung ist das hier. Wir haben eine tolle neue Schürze jetzt. Die nächste Marke lautet. Jetzt ist. Black und Decker. Bitte wer? Black und Decker oder Black und Decker? Black und Decker. Black und Decker. Was? Black und Decker. Achso, das ist, die machen so. Was machen die denn? Ich glaube, die machen Werkzeug. Ja, ein bisschen helfen kann man ja. Also, das ist ja ein bisschen blöd. Nee, das ist schon okay. 15 Sekunden habt ihr. Also, keine Ahnung, was Black und Decker ist. Habe ich noch nie gehört. Vier. Könnte aber drei, auch lustig sein, wenn zwei, du das nicht verrätst, was eins, es ist. Eins, vorbei. Ja, aber wenn es irgendwie drei Leute wissen und einer nicht, ist das ein bisschen doof für dich. Ja, aber da gibt's doch halt eine dumme Antwort. Das ist eigentlich auch geil. Aber Sven hat mir die Regeln geschrieben, man soll es im Zweifel ein bisschen erklären. Okay. Sven sollte nicht die Regeln machen. Ja, es wird wieder gut. Es wird wieder gut. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Okay. Das ist wirklich schwarz okay, und auf. Decker. Black und Decker. Quasi Black. Also Black und Decker. Alles für den Mann. Black und Decker. Bohren, Schrauben, Hämmern. Black und Decker. 7. Bohren, Schrauben, Hämmern. Ja, jetzt kommen gute Sachen. D-Max. Black und Decker. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Vorschlag 4. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Nicht euer fucking Ernst! Vorschlag 5. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. What? Es ist jedes Mal anders geschrieben. Ja! Wäre sonst auch langweilig, oder? Wie awesome ist das denn, bitte? Awesome. Okay, Christian beginnt. Ja, am Arsch. Nee, tut mir leid, das ist einfach jetzt dein Pech. Aber dann heißt deine Werbung, wenn man die geguckt hat, immer Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Kenn ich denn noch? Hier von dem, wie heißt denn das? Wo man so Holz mit glatt macht. Hornbach oder sowas? Hobel. Ja, genau. So. Mit Hornbach macht man Holz glatt. Mit Hornbach macht man Holz glatt. Das könnte auch wieder ein Werbespruch sein. Boah, Alter, ich hab keine Ahnung. Oh Mann. Aber ja, das müsste wohl ein neuer Spruch sein. Dann fände ich die 1 irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Da müsste man dann, kann man direkt wieder auf Twitter gucken und die Feministen da schreien hören. Ich glaube, das ist ihnen egal. Die wollen auch bohren, schrauben und hämmern. Ach komm, ich nehme die 2. Die 2 von Christian. Brammen. Ja, ich kenne Black und Decker halt gar nicht, deswegen kann ich auch den Black und Decker-Dings nicht. Das heißt, eins von den beiden ist von mir. Und ein anderes ist dann wahrscheinlich wahr, gehe ich zumindest mal von aus. Vielleicht ist Black und Decker ja auch richtig, Bram. Oder Black und Decker ist richtig, aber die Frage, ich dachte, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, aber an den Black und Decker schreibt man, also das Decker schreibt man mit A, deswegen würde ich sagen, sind alle falsch. Also 5 ist auf jeden Fall falsch, die heißt doch nicht Black oder also B-L-E-C-K. Black. Also vielleicht heißen die ja so, aber...
Deswegen gehe ich. Jetzt psychisch, ich nehme jetzt mein eigenes oder ein anderes. Ich gehe. Scheiße, was nehme ich denn jetzt? Ich gehe mit. Vier. Mit Bornschraubenhämmern. Okay. Sebastian. Oh shit. Ich bin da ganz eindeutig bei der 3. Okay. Und Jonathan? Dass Christian halt wirklich selber Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker schreibt, aber dann trotzdem irgendwie Brams nimmt. Okay. Welches Black und Decker ist es? Es muss eins davon sein. Ich glaube, es ist 4. Keine Ahnung, okay. Es ist 4. Also Christian, das musst du mir jetzt auch nochmal erklären, weil du wusstest ja offensichtlich, dass es Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker ist, aber du hast trotzdem ja, was anderes genommen. Von 19, ich glaube, der Slow, also der Spot war von 1979 oder so? Oder 78? Das gibt's aber, glaube ich, heutzutage auch noch. Und warum sollte sich das nicht geändert haben? Also hier, das wir gewinnt, war es eben auch nicht. Okay, das war also deine Herangehensweise. Und wenn drei Idioten da auf Black und Decker kommen, also vor allen Dingen der eine, also der schreibt genau das gleiche und macht keine Satzzahl, also nicht mal Leertaste. Ja, das ist auch der Richtige. Also Sepp kriegt einen Punkt. Genau deshalb habe ich dann nämlich genommen, weil das bestimmt keiner gemacht hätte, so kreativ. Das ist korrekt. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker, das ist der Richtige. Nochmal sagen, ich habe das nicht verstanden. Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker. Christian und Bram haben dem Jay gegeben. Nee. Das sehe ich anders. Oh, Entschuldigung. Das sehe ich auch anders. Entschuldigung. Also leider sehe ich das Bram anders. Bram hat seinen eigenen genommen. Natürlich. Ja. Tut mir leid. Ihr passt ja Gott sei Dank mit auf. Direkt mit aggressivem Unterton. Ja. Aber warum kriegt Christian denn dann einen Punkt? Ja, weil das korrekt ist. Bram kriegt den Punkt. Okay. Jay hat Black und Decker, Black und Decker, Black und Decker genommen. Jetzt muss ich selber nachgucken, wer das geschrieben hat. Deswegen das hat Christian hast du mir einen Punkt geschrieben. Gegeben, genau, ja. Deswegen habe ich dir einen Punkt gegeben. Weißt du, mir werden hier Punkte wieder abgesprochen. Wo kriegt er da einen Punkt? Ist ja alles richtig. Für die 4 sollst du auch deinen Punkt kriegen. Ist halt schwierig, weil man die Firma gar nicht kennt, ne? Also. Ja, das mit so Hämmer. Keine Ahnung, ob das mit Blick und Decker oder Black und Decker oder Black und Decker. Das hätte man sich denken können, weil ich das erst mit Black vorgelesen habe und dann verbessert wurde, dass es Black ist. Wieso wird es dann mit E ausgesprochen? Englisch. Was? Der hat doch erst als Black ausgesprochen. Ist das nicht eine europäische Sprache? Genau, ich hab erst gesagt Black und Decker und dann habe ich gesagt, nein, das heißt Black und Decker. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss es ja mit A sein eigentlich. Gut, alles wieder gelöscht. Und wir kommen zum nächsten. Harter Shit war das. Ja. Nächste Marke. Der weiße Riese. Scheiße, wo ist jetzt Peter? Ich schreibe mir gerade 1000 Leute an. Ist doch kacke. Aber wie ging das denn nochmal? Den kenne ich sogar. 15 Sekunden sind um. War das so? Fünf, vier, drei, zwei, eins, vorbei. Blecke, Decker, Blecke. Doof, Alter. Weißer Riese, weißer Riese, weißer Riese. Gerade bei Männerwerbung muss man stumpf sein, Bram. Das ist ja keine Männerwerbung. Habt ihr mal die Werbung handwerklich von Begabte. Habt ihr mal in letzter Zeit die Werbung von Liquimoli gesehen? Die läuft ganz häufig bei irgendwelchen Männerformaten. Ich weiß nicht mal, was Liquimoli ist. Was ich Alter, da hast du wirklich die ganze so eine und da siehst du einfach die ganze so eine komische, so eine richtig männliche Musik, ja. Und dann siehst du, wie einfach das Zeichen von Liquimoli einfach immer größer wird in dem Bild hinter so einem schwarzen Hintergrund. Und dann war's das. Das ist die Werbung. Dann heißt, sie sagen nicht mal, was das ist? Ja, das ist, glaube ich, irgendein Benzinzeugs. Okay. Also. Der weiße Riese. Megaperls. Ha 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 ha
Der Slogan ist Megaperls. Wer gleich Megaperls ist, ja, mal wieder den Slogan geändert haben. Der weiße Riese wäscht weißer als weiß. Der weiße Riese sagt Fleckenzwergen den Kampf an. Oh, das war. Der weiße Riese, seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Und der weiße Riese mit der Waschkraft des Riesen. Rammen beginnt. Alter, Fleckenzwerge ist raus, das war ein anderes Ding. Meine ich auch. Mit den Fleckenzwergen, das war ja was anderes. So, wäscht weißer als weiß, war glaube ich auch irgendwas anderes. Da kann ich mich dran erinnern, an diesen komischen Klops da, nicht an den weißen Riesen. Also seine Waschkraft macht ihn so mega Perls raus, Junge. Mich mega Perls. Der Slogan ist nicht mega Perls. Also, seine Waschkraft macht ihn so ergiebig mit der Waschkraft des Riesen. Fleckenzwergen ist raus, definitiv. Wäscht weißer als weiß ist raus. Deswegen nehme ich. Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig. Okay, Sebastian. Hast du Jibbait gesagt? Ja. Okay. Das ist aber Jibbait. Sebastian. Also. Megapilz. Megapilz eigentlich ganz witzig. Die gab's doch hier. Weißer Riese Megapilz, oder? Das ist ein aber, Produkt. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht war das ja auch deren Ding. Der Waschkraft des Riesen ist irgendwie so ein bisschen obvious. Und Fleckenzwerge? Ich nehme die Fleckenzwerge, auch wenn das, glaube ich, auch ein anderes Produkt war. Aber ich finde das eigentlich ganz. Da hat sich jemand gut erinnert. Okay, Jonathan. Ja, ich habe mich schon entschieden, Bram, da brauche ich nicht mehr beten. Der weiße Riese Megaperls, das wollte ich auch erst schreiben. Habe mich dann für was anderes entschieden. Vorschlag 2 nehme ich. Wäscht weißer als weiß. Okay, und Christian? Nimm die 4. Okay. Okay. Wäscht weißer als weiß ist von Christian. Na. Christian schon mal mindestens einen Punkt. Sagt Fleckenzwergen den Kampf an ist von Jonathan. Schön. War das Sidonin? Die Fleckenzwerge. Oder nein, die Fleckenzwerge waren der weiße Riese. Echt? Ich meine auch, das wäre die Werbung davon gewesen, aber ich kann sein, dass das nicht der Slogan halt ist. Ja. Ich meine, die Fleckenzwerge war der weiße Riese. Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig, ist die korrekte Antwort. Und deswegen ist Christian sogar 2 das Punkte. Klingt, dumm. Das klingt richtig dumm. Ja. Es ist nicht die andere Sache. Da stellt sich die Frage, wo war denn Debate? Bram hat diese Folge auch nicht gebaitet. Er hatte mit der Waschkraft des Riesen. Das heißt, er hatte schon alles ausgeschlossen, außer die beiden. Aber hat sich dafür entschieden, nicht zu baiten. Megaperls war von Sepp. Wäscht weißer als weiß, hat man, glaube ich, schon gesagt. Den konnte ich mir nicht nehmen lassen. Er heißt halt der weiße Riese. Megaperls. Ja, aber wir gehen ja was Slogan, das ist das zusammen. Magnum, Eis. Ja, ey, vielleicht. Serie. Okay, nächste Marke, die ich übrigens nicht kenne, aber der Name ist selbstbeschreibend. Idee Kaffee. Es gibt wohl eine Kaffeemarke, die heißt Idee-Kaffee. Die heißt Idee-Kaffee. Also nicht, das ist kein Kaffee, wo du hingehst, sondern das ist ein Kaffee, den du trinkst. Eure Zeit läuft. Ich habe heute auch echt einen Lauf. Alter, Junge. Scheiße, ich hab... nicht in die falsche Gruppe schreiben, Christian. Oh, hab ich schon. Ja, warum schickst du es denn dann auch ab? Okay, ich guck da mal nicht rein, ne? Das ist aus ganzen Scheiße. Okay. Ja, noch 5 Sekunden. Mann, ich musste lachen. 3, 2, 1, bitte abschicken. Mann, Alter, jetzt gewinne ich wieder den Innovationswettbewerb hier. Nee, den hab ich schon, Bram. Ich bin auf jeden Fall Konkurrenz zu dir.
Das Beste aus Katzenscheiße. Okay. Ich komm nicht, Mann, ey. Okay. Wir haben folgende Vorschläge. Oh. Idee Kaffee. Bester Kaffee, bester für mich. Was ist das überhaupt für eine scheiß Marke? Wer nennt denn seinen Kaffee Idee-Kaffee? Idee-Kaffee. Ich habe eine Idee, ich nenne ihn Idee-Kaffee. Hä? Technologie innovativ. Was? Was? Okay. Idee-Kaffee. Kaffee mit Flair. Idee-Kaffee. Eine gute Idee. Idee-Café. Eine gute Idee. So, warte mal. Sepp fängt an. Ja, dann nehmen wir doch eindeutig die 5. Okay. What? Haben jetzt zwei von euch kannst Idioten du, dieselbe Antwort oder was? Kannst Brand du mal kurz die Regel erklären, sollte jemand den genauen Slogan treffen? Was passiert denn dann noch? Kriegt mal? Er alle Punkte. Nee, ich glaube nämlich, dann kriegt er. Also, ne? Dann ist der denn egal, genau getroffen, wenn dann das dann eh unterschiedlich würde, ist? Nee, dann wäre er schon nicht getroffen, aber sollte jemand den genau treffen, würde ich sagen, tauchen dann nur 4 Vorschläge auf und der Typ bekommt schon. Achso, okay. Bekommt er quasi heimlich schon einen Punkt. Also den hat wow, er schon safe. Wow, kriegst du einen Punkt, wow. Also es ist schlecht, wenn du genau triffst. Ja, genau. Ja, richtig, das ist okay. Doch voll kacke. Ja, ist richtig, du sollst ja dir hier was Innovatives, Geiles hinschreiben und nicht treffen, versuchen, den Slogan zu treffen. Du sollst die anderen dazu bringen, deinen Slogan zu nehmen. Ja, meinetwegen. Jonathan. Ich hab echt Angst, dass das eine fucking Kaffeemaschine einfach ist. Nee, das ist Kaffee. Ich hab das in Holland, hab ich das gesehen. Ja, ist klar, dass du das jetzt sagst. Nee, das ist wirklich Kaffee. Also, das ist, in der großen Packung hab ich das. Ich weiß gar nicht, ob ich Idee-Kaffee gekauft habe. Nee, ich glaube, ich habe was anderes gekauft. Was schreibt man denn Idee? Ist Ramm überhaupt ein deutsches irgendwas Produkt? Vorhin mit innovativ gesagt oder so. Ich glaube, der hat einfach nochmal seinen Spruch kopiert. Ja, natürlich hat Technologie innovativ vom Bramm. Das ist doch ganz eindeutig. Komm schon. Debate. Arsch. Ich nehme die 2 nicht. Bester Kaffee, bester für mich. Es ist doch bester für mich? Das ist doch wieder alles scheiße hier. Das ist, keine Ahnung, 4. Debate, Junge! Danke! Christian! Danke! Ich nehme auch die 4. Okay, und Brammen. Oh, halt auf, ich mache jetzt eine Prediction, ja? Ja. Ich sag, jeder kriegt einen Punkt außer Sepp, dafür kriege ich 2. Ich nehme auch die 4. Wow, was bist du denn für ein Affe? Hä? Wow, so. Okay, bist du da jetzt auf Nummer sicher gegangen? Nee, ich glaube, dass eine gute Idee kleingeschrieben das echte ist, weil ich eine gute Idee großgeschrieben habe. Ja, okay. Bram, Mensch. Oder hat irgendeiner hat mich gemeldet. Hast du nicht mit Sebastian dich darüber unterhalten? Dass ihr beide den Innovativpreis, diese Frage. Ich dachte eher, wir hätten Technologie innovativ. Ich hätte gedacht, das wäre. Als wenn du auch eine gute Idee geschrieben hast. Also. Ich dachte mir bei Kaffee Idee. Ne? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute so ein Idee. Ob. Ja, also. Eine gute Idee. Richtig ist bester Kaffee, bester für mich. Ja, das ist richtig. Als ob. What? Also, Bram bekommt einen Punkt, weil, wie er schon richtig gesagt hat, eine gute Idee hat er groß geschrieben. Die richtige Antwort wäre, bester Kaffee, bester für mich. Technologie innovativ ist von Jonathan, Kaffee mit Flair ist von Christian, eine gute Idee kleingeschrieben, bleibt dann ja nur noch übrig, ist von Sebastian. Nice, hast du mich gekriegt. Da hast du mich, da hättest du schreien müssen, Junge. Richtig gut, ey.
Ja. Bester Kaffee, bester für mich. Also ich bitte dich. Ey, die haben ihren Kaffee Idee-Kaffee genannt, Jonathan. Also das ist ja, da ist ja alles los. Sind die schon wieder pleite? Die nächste Marke lautet Neutrogena. Oh. Oh, das die kenne ich. Ich glaube, die machen, die machen Salben. Cremes und so. Cremes und sowas, ja, genau. Aber hautverträglich. Oder Seifen, okay, ja. So weit in die Richtung. Eure Zeit läuft. Neutrogena. 15 Sekunden sind um. Ja, noch 5. 4, 3, 2, 1. Bitte schicken, bitte schicken, bitte schicken. Oh Gott, ist das doof. Oder auch kein Freund. Ja, das ist super. Okay. Neutrogena, keine Ahnung, hab ich schon mal benutzt? Keine Ahnung, ich weiß tatsächlich gerade nicht, was das ist. Wahrscheinlich so was wie hier die. Verdammt, wie hieß nochmal die Salbe mit dem komischen blauen Monster? Was? Dem blauen Monster? Ja, so eine Hautcreme, wenn du wehgetan hast. Mit einem blauen. Bepanthen? Ja, von mir aus auch. Oder von mir aus auch Bepanthen, so was wie Bepanthen? Ist das das, Neutrogena? Keine Ahnung. Neutrogena ist eine Hand? Ja, keine Ahnung. Wir haben Vorschlag 1. Neutrogena. Dermatologisch einwandfrei. Neutrogena, wenn's juckt und brennt. Das ist dran. Zum Arzt gehen. Neutrogena, gesunde Haut. Neutrogena, schmeichelt der Haut. Neutrogena, Hatschi, Gesundheit für deine Haut. Alter! Oh. Ich würde mal sagen, Jonathan beginnt. Nimm die 5, Jonathan. Finde ich gut. Boah, der ist so bad, das kann nur von Jonathan sein. 4? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das kann nur von Jonathan Apis sein. Oh, schön, ey. Bram, das ist nicht von dir, oder? Christian. Oh. 5. Alles klar. Der ist auch geil. Christian, Bram. Das ist so doof. Oh, schön, ey. Oh, scheiße. Oh, man sollte nicht so viel über seine eigenen Witze lachen, Alter. Ich nehm dramatologisch einwandfrei. Alles klar. Bleib doch Sebastian. Oh, scheiße. Mann, ich hab mir fast in die Hose gepisst, als ich drauf gekommen bin. Nimm auch die 1. Du willst auch die 1? Ja. Okay. Die richtige Antwort ist die 3. Gesunde Was? Haut. Einfach okay. Gesunde Haut ist die richtige Antwort. Ich finde eure aber wie immer besser. Schmeichelt also der Haut. Vorschlag 5 hat auf jeden Fall den Innovationspreis. Schmeichelt der Haut ist von Sepp. Kriegt Sepp schon mal einen Punkt für. Sepp, du hast aber nicht die richtige Antwort getroffen, weil, wie haben wir ja schon gesagt, die Antwort, die oben steht, dermatologisch einwandfrei, die ist von Jonathan. Ich muss wieder rankommen an Sepp. 2 Punkte. Und Christian hat Brams Joke genommen. Ja. Dafür kriegst nicht du einen Punkt. Wieso will ich immer Christian von Bram geben? Soll er keinen Punkt? Ich muss da echt noch aufpassen. Ja. Okay. Also, spannend. Noch 2 Slogans und Bram führt natürlich sehr weit vorne, aber auf Platz 2 sind aktuell noch alle 3 anderen Teilnehmer mit jeweils 5 Punkten. Tut der Bauch weh. Die nächste Marke lautet Otto. Oh. 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 Nee, der lacht immer wie so ein Delfin. What the fuck, was das denn? Problem ist Otto. Ich komme auf den Humor von ihm nicht klar. Ach,
lol, du meinst den Komiker, Alter. Oh mein Gott. Wen denn sonst? Ja, den Versandhandel. Achso. Nee, genau, das war anders. Ihr habt noch 10 Sekunden. Ja, das schaffe ich nicht in der Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Und alles eingesackt. Otto ist auch so eine Firma, die doch bei Pleite ist, oder? Ich dachte, die haben einen super großen Online. Ja, genau. Ist das in Deutschland nicht mit Amazon, also knapp mit Amazon, der größte Versandhandel? Ja. Also da kannst als du wirklich. Als ob das der größte mit Amazon ist. Amazon hat wahrscheinlich 97% und vielleicht Otto mit 3% oder so. Ja, Otto ist gigantisch groß. Ja. Das unterschätzt man immer. Denen gehören auch super viele Marken, gerade so Klamottengeschichten. Und denen gehört auch Hermes zum Beispiel und andere Sachen. Ja, gut, kommen wir zu den. Kommen wir zu den Predictions. Otto. Lieber was von Otto. Otto. Alles, was man braucht. Otto. Hier kaufe ich ein. Otto. Finde ich gut. Otto. Versand für Sie und ihn. Und wir sind wieder angekommen bei Christian. Keiner hat irgendeinen Benjamin-Blümchen-Witz gemacht. Wow. Ich nehme die 4. Okay. Debate, Junge, debate. Bram. Ich nehme auch die 4. Weil die 4 ist super. Sebastian. Ich nehme auch die 4, weil ich weiß, dass das richtig ist. Jonas hat. Dachte ich mir übrigens auch jetzt komplett verarschen. Also 3 Punkte sind schon erstaunlich, ne? Das hat keiner bislang so gemacht. Das überzeugt mich auch. Das steht immer auf diesen Verpackungen auch drauf und auf den Kartons. Ich habe noch nie was bei Otto bestellt. Naja. Ich habe da meinen Fernsehschrank bestellt und dann kam der nur zur Hälfte. Das war ganz schön bitter. Nice. Gib der einfach so nach links weg. Stand Jonathan, nimm auch die 4. Hab komm ich doch. Hast du schon? Aber gesagt, die 3 Punkte überzeugen mich. Ja, okay, aber das war für mich noch nicht so okay. Du hast gesagt, die 3 Punkte hat ja, noch keiner gemacht. Ich mach das jetzt immer Monolog. Ja, okay. Das heißt, ihr habt alle die richtige Antwort getroffen. Getrefft. Das wollte ich auch erst schreiben und dann dachte ich mir, lieber was von Otto wäre für mich aktueller gewesen, dachte ich erst. Ja, verstehe. Schade. Ja. Wir haben so viel bei Otto schon bestellt in unserem Leben. Ich habe den ganzen Kram schon gelöscht und die Punkte schon eingetragen. Achso, war richtig. Ja, gut. Ja. Ihr habt gesagt, ihr habt alle die richtige Antwort getroffen. Ah. Jetzt zum Finale. Das wird auch noch mega wichtig hier, das Finale richtig. Oh. Die Marke lautet Aspirin. Die haben doch richtig geilen Scheiß, oder? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei! Oh, hoppala. Oh, Bram, Bram. He had one fucking job. Und damit bist du raus. Also wäre ich zu... Ja. Moment. Für alle löschen. Das ist das Problem, wenn einem die ganze Zeit hier. Wenn die ganze Zeit andere Gruppen schreiben, Alter. Okay, Aspirin. Wirkt schneller als der Schmerz. Ja gar nicht. Aspirin. Wirkt auch gegen Jay. Aspirin. Medizin deines Lebens. Aspirin. Die Kopfschmerztablette, die wirkt. Aspirin. Nimmt den Schmerz auf, da wo er passiert. Bram. Wirkt
überzeugt auch gegen Jay. Hat mich überzeugt. Okay, alles klar. Sebastian. Würdest du kaufen, Bram, ne? Würde ich kaufen. Nimmt den Schmerz auf, da wo er passiert hat, war, glaube ich, irgendwie das mit dem Ball, der da so runterrollt. In dieser komischen Werbung. Ich nehme die 3. Die Medizin deines Lebens. Okay, Jonathan. Ich würde die 1 nehmen. Die gibt's auf jeden Fall, die 3. Ah, fuck. Ich muss jetzt das Richtige treffen. Das ist richtig. Nimm die 1. Ja, nimm die 1. Könnte jeder geschrieben haben. Finde ich aber einen guten Slogan. Ja, fand ich auch. Die 3 und Christian. Das bringt dir nichts. Das ist sehr schwierig. Kopfschmerztablette, wirkt, da fehlt mir ein Komma. Die 5 ist von mir, die 1 ist von Bram. Wirkt auch gegen Jays Quatsch. Also wenn das von Jay sein. Ist, ja, dann ich nehme auch die 3. Oh, okay, das bringt dir dann doch was, Jay. Naja, das ist halt... Wenn er deins wäre und du ihn auch gebaitet hättest, dann wird das was bringen. Nee, ist es nicht. Nee, aber Medizin deines Lebens ist doch meins. Getrollt! Nope, das wäre auch nicht möglich gewesen. Aber wobei doch, wenn du mir das zuerst geschickt hättest und dann in der Gruppe. Fake, aber hast du nicht gemacht. Ja. Boah, das wäre ein ganz neues Spielchen hier. hat Jay das nicht bei Otto auch versucht sogar? Nein. Okay, dann habe ich mich übersehen. Okay. Hast du nicht übersehen? Ich habe immer was richtig gepostet. Sehr gut. Also, wirkt schneller als der Schmerz. War von Bram natürlich. Wirkt auch gegen Jay, ist von Sebastian. Kommt auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Die Kopfschmerztablette, die wirkt, ist von Jonathan. Nimmt den Schmerz auf, da wo er passiert, ist von Christian. Und ihr habt alle den richtigen getroffen, außer natürlich Bram. Das heißt, Sebastian kriegt von Brammen den letzten Punkt, der nötig ist für die zweite Position. Bram, das Borussia Dortmund des Lexikon-Quizzes. Ja, ja, Wettbewerbsverzerrung, ja, ohne Scheiß. So wirkt auch gegen Jay, hätte jeder schreiben können. Hätte auch von dir sein können. Genau, hätte auch von dir. Ich dachte tatsächlich, Jay, dass das von dir ist. Also ist jetzt nichts Neues, dass bei diesem Format derjenige, der mal was Lustiges schreibt, dafür belohnt wird. Hachi, ja, gesund. In der 10. Runde, Ja, gut, an deiner Stelle würde es mich auch nerven, denn deswegen hast du nur den dritten Platz statt den zweiten Platz. Deswegen ist es abgeschrieben. Und gewonnen hat mit großem Abstand der Beta Brammen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Bram war krass. Dankeschön. Und das war mal wieder eine... Hast in jeder Runde einen Punkt geholt, ey. Wundervolle Folge. Lexikon/Slogans Quiz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.